Liebt man die Lebewesen wirklich? Sprich, leidet man mit ihnen? Hat man wirklich nicht die Wahl, ihnen zuzumuten, wiederkehren zu müssen, müssen zu sollen? Die andere Erkenntnis, die Geschlechter sind so kompartimentiert, dass man die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite ihres Frauenhauses oder auf der Insel der Lämnischen nur die Entscheidungswahl hat, ob man bei Ansichtigwerden eines solchen exotischen Körperformtypengestalt und den entsprechenden charakterlichen Ausprägungen da seinen Seim und Sermon abzuliefern wünscht und dann diese ihr eigenes Leben leben werden und ob nach diesen einhakenden Bekehrungserkundungsavancen diese auch entscheiden, ob sie dieses Anerbieten, diese Werbe, diese Obsession willkommen heißen und die dazugehörenden Diversifizierungsmerkmale, um ein neues, exotisch-sensationelles Folgeprodukt entstehen zu lassen, wobei eben die Frauen auf der Insel des Lämnischen leben, getrennt durch den Acheron oder den Styx, und die Männlein auf der anderen Seite Kleinasiens, wo sie einmal pro Jahr besucht werden von den Amantes, Amazones,